bist du ja endlich. Ich dachte schon, es wird noch morgen drüber. Die Batterie ist fast leer. Aber könntest du mich mal auf den Quad anstoßen? Ja, wollte ich gerade sagen. Wir wollten ja noch anschubsen. Es also ist bei nicht mir läuft es normal. Ja, bei mir momentan auch. Also ausgelassene Frames für die Renderverzögerung 10. Das ist nix. Und für den Stream 0. Schubs mich. Schubs mich! Was machst du da? Du musst schon rückwärts fahren, du Schlau. Von hinten kann ich nicht schubsen. Aber ich glaube, der hat wieder die falsche Tastatur drin. Hey, ja, nee, hat er nicht. Dann setz du dich mal drauf. Setz du dich mal drauf, du Schlau. Irgendwie habe ich irgendeinen Einrastungsmechanismus offensichtlich. Also normalerweise... Hä? Warum geht denn das nicht? Ach, weil du nicht vorne sitzt, du Jeck. Was? Ich habe überfahren gedrückt. Nein, du saßt nicht vorne. Ich habe überfahren gedrückt, wirklich. Könnte der jetzt mal aufspringen? Ich komme nicht am Fahren ran. Das muss von vorne gehen. Er wackelt, aber er lässt sich nicht wirklich schieben. Aha, also dann hat es ja immerhin etwas gebracht. Ich meine, eine doofe Frage, wie sollen wir dieses Quad jemals wieder rausbekommen? Okay. Ja, Marion, du musst ja nicht mitkommen. Also, war ja nur ein Vorschlag, weil ich gesagt habe, ich sag nächstes Mal Bescheid. Das ist vielleicht Mal, auch für einen Anfänger. Direkt. Ja, das ist... ist auch. Also, wir müssen noch mal ein Tor reinbauen. Das haben wir nicht bedacht. Hier komme ich, glaube ich, nicht vorbei. Ja. Nein, du kommst hier nicht vorbei. Du kommst, warum fährst du das Quad jetzt kaputt? Weil ich drehen will. Ja, das kann man auch ohne überall anzuecken. Nein, ich drücke die Tasten nur minimal, aber das fährt trotzdem so lang. Versuch doch mal unten rum. Ja, unten rum hatten wir es doch komplett gebaut, oder? Ja, untenrum ja. Hatten wir doch komplett bis zum Wasser. Stimmt, nein, brauchst nicht zu versuchen, hier sind die Steine alle im Weg. Nee, wir müssen noch ein Tor reinbauen. Ja, das machen wir aber das heute können wir nicht. Ja, gleich machen. Ja, ich wollte gerade sagen. Lass uns erstmal ein bisschen Action, ein bisschen sterben. Hoffentlich nicht allzu oft, aber wir werden sehen. Ah, das war ganz schlecht. Oh, ich bin so von Miss Created jetzt nicht First Person gewöhnt, das ist schlimm. Ich fand es aber beim Fahren echt unangenehm. Fährst du raus? Traust es dir zu Fahren oder soll ich? Beim Fahren kann ich, weil Fahren habe ich auch immer Second Person genommen. Du kannst ja mit dem Mausrad, da brauchst du nur noch hinten. Ja, weiß ich. Und dann kannst du ja Second Person. Heißt aber Third. Third ist ja die erste. Nee, Third ist dritte. Ups. Ich sag ja, die ist kurz vor Exodus. Nein, 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 andere Richtung. Ja, ich weiß. Hab's gesehen. Ja, jetzt besser. Nee, jetzt kannst du. Jetzt komm, trau dich. Ja, hab die falsche Taste gedrückt. Ich kann nicht spiegelverkehrt denken. Kein Problem. So. Aber ich glaube, jetzt mit dem Stäbchen, das war dann doch keine so gute Idee. Wieso, jetzt kannst du nicht mal Auto fahren, oder was? Mit den Stäbchen essen. Da kann ich nicht mehr essen. Aber ich habe ein bisschen gegessen, von daher. Okay. Wieso habt ihr überhaupt mit Stäbchen gegessen? Ich wollte gerade mit Stäbchen essen, weil ich das jetzt endlich kann. Woher kannst du es eigentlich? Habe ich schon gesagt, Chiara. Die hat mir das nochmal detailliert langsam gezeigt. Habe ich gecheckt. Okay. Ich habe es ja vorher nicht so ich habe es ja vorher nicht mit Nudeln probiert. Mit Nudeln ist das weitaus einfacher als mit Fleisch oder sowas. Nee, du musst das mit Suppe probieren. Da ist das richtig einfach.
Funktioniert doch mit Suppe nicht. Stimmt. Ja. Also, ich glaube, die Chinesen können das auch mit Suppe, also zumindest den Inhalt, aber da Ja, tue ich die mir können nicht das an. auch mit Suppe. Sag ich doch. Das nimmst du Links mir war es, jetzt oder? links. Das nimmst du mir jetzt wirklich ab? Hey, ja, den Inhalt der Suppe, irgendwie Gemüsesuppe, dann halt den Inhalt. Der Wasser nicht. Nee, Halt, dann ist es mir auch unbewusst. warte. Bremse, Bremse, Bremse. Nochmal andersrum. Da oben ist ein Drop. Komm, gib Gas. Ich sehe ihn nicht, von daher, du musst mich leiten. Ja, nee, nicht den Berg hoch. Ich meine, rechts, Ja, da ja, genau, oben. ander. Ja, Entschuldigung. War schlecht formuliert. Aber ich habe jetzt mal ein Oversize-T-Shirt. Ich habe mich mal von einer beraten lassen, die fast, also die fast genauso alt ist jetzt sie nicht, aber die auch schon was jünger war, so. Okay. Wir haben da wirklich ein paar gute T-Shirts gehabt. Zu einem normalen Preis. Aber was heißt normal für Akkus normal, weil die müssen ja, was weiß ich nicht, wie teuer die Dinger da bezahlen, die Mietkosten für die Plätze. Würde ich wissen, wie viel Geld du ausgegeben hast? 40. Deswegen Für sage ich ja alles? 2 Wochen. 40 plus, ich weiß nicht mehr wie, ich glaube 40 plus nochmal 24 für den einen Sport-BH. Okay. Ja, okay. Aber das ist normal für einen BH, 37 Euro. Okay, alles gut. Sag ja, ich krieg nichts mehr und dann die nächsten 2 Wochen auch nicht. Gib Gas. Wohin? Geradeaus. Ich frag mich, warum da immer so viele Zombies sind. Keine Ahnung. Die mögen das einfach. Ey, aber heute haben sie alle in der Schule von Phantasialand, zumindest aus meiner Klasse von Phantasialand, Geradeaus. geredet. Ich dachte echt so, was habe ich jetzt schon wieder losgerüttelt? Rechts, links. Entschuldigung. Wollten die alle nach Phantasialand? Nur wegen dir. Ich sag mal so, ich habe das Thema angesprochen. Anscheinend hat es einer der Jungs mitgehört, als ich mit Sabrina und Patricia darüber geredet habe. Da haben die mich alle gefragt, wie das war und alles und wo ich drauf war und alles. Ja, schön. Dann stand es ja heute im Mittelpunkt. Ja, es ging. Ah, da kommt er gerade runter. Ach, ja, ich sehe es. Ich habe aber nur Brecheisen dabei. Ja, ich habe keine Schraubenzieher gefunden das letzte Mal. Dann wird das ja heute noch witzig. Baum. Nee, Gott sei Dank Busch. Oh. Ich Ja, saß das schon habe ich schon. wieder. Nein, sonst wäre ich ja da nicht runtergefahren. Also so schnell baut sich das Ding doch schon auf. Denk an Das das war ein bisschen nah, Explodieren. oder? Ach, scheiß drauf. Der wird jetzt schon nicht explodieren. Ja, genau ist ja jetzt die Zeiganzahl drin. Wir wissen ja, wie lange noch braucht. Das stimmt allerdings auch. Wir müssen so oder so aufbrechen. Weil keine Schraubenzieher. Ich lerne es nie. Nee, Ich normalerweise auch hätte es nicht. doch. Nee, es war da, wo die Flamme ist. Hast du ein Brecheisen bei? Müsste schon, nee. Nein? Nein. Müsste schon, Warum nee. nicht? Warum Na, nicht? weiß ich doch nicht. Ah, viel Spaß noch. Normalerweise ist das ja immer an der Stelle, dass ich anfange, Witze vorzulesen, weil das ja so lange dauert, mit der Hand diese Dinger hier aufzubrechen. Naja, ich kann jetzt wenigstens essen. So kann man das auch sehen. Habe ich in der Nähe irgendwas? Nein.
Naja. Sitzen Tick und Tuck nicht hinten? Trick, Tuck und Tuck sitzen unten, ja. Also sag denen doch, die sollen dir bringen. Das liegt doch unter Pudern hinten. Ich kann doch aufstehen. Kannst du mir mal klären, warum du keinen aufbrichst? Ich hab doch gesagt, ich hab nichts mit. Ich hab doch einen auf den Boden gelegt. Ah, hab ich nicht gesehen. Ey, nee, nicht ausziehen. Wir anziehen in meinen schönen Rucksack. So, super. Lass mich raten, du hast jetzt genau das erwischt. Guck rein. Ich sag nur, guck rein. So. Den Kuchen nehme ich aber mit. Ja, den Kuchen kannst du auch mitnehmen. Der hat sicher viel Zucker. Nö, der hat gar keine Werte. Das sind die neuen Dinger, die haben noch keine Werte. Genauso wie die Pizza und alles, die haben alle keine Werte. Aber nimm mit, einfach nur, weil er ja irgendwann Werte haben wird. Ja, genau. Und jetzt, wo wir hier mit zwei Mann hier aufbrechen, ne, dann brauche ich eigentlich gar keine Witze vorzulesen. Doch, das dauert trotzdem eine halbe Ewigkeit. Ich habe jetzt schon fast das zweite. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, welche ich schon vorgelesen habe. Ja, nicht zweimal die gleichen vorlesen. Super. Wodka. Wollen die mich eigentlich verarschen gerade, oder was? Sie wollen dir sagen, du sollst eine Party feiern. Ja, echt jetzt. Ui, ich hab was Schönes gefunden. Was denn? Ich hab so ein Ghillie-Suit-Bottom. Du hattest doch deine Sachen verloren. Ja, die Ghillie-Suit habe ich aber nicht verloren. Ich hatte meine gefleckten Sachen verloren. Na und? Wer hast du wieder große Sachen? SWD-Magazin. Ja, das kannst du mitnehmen. Ein Visier. Dann was, noch ein Schalldämpfer für die SVD. Nicht SWD. Doch, SWD haben und einmal SVD. JWD wahrscheinlich. Können wir deswegen es mitnehmen? Haben wir Ersatz dafür? Ey, ich habe mich so genius gefühlt, als ich das hinbekommen habe mit den Stäbchen bei Chiara. Jede Menge Bier. Wer hat diesen. Das ist. Was soll ich damit? Leck mich doch. Party feiern! Und? Muss ich noch gucken. Ey, ich hab nicht schlagen gesagt. Was ist das? Ein Claymore. Das ist ja begeisterungswürdig, unser Loot hier. Kleidung kann man immer mal brauchen. Die hinteren hab ich schon. Ein Katana! Was? Ein Katana! Zeig. Ein Katana! Ein Katana. Sehr begeisterungswürdig, unser Loot. Ja, okay. Jetzt hat er es wieder. Komm, willst du haben? Willst du nicht haben? Ja, klar will ich haben, aber du weißt doch, du hast immer Vorrecht. Hab aber kein Platz. Dein Vorrecht. Dann gib mir dein Schwert, dann hast du Platz. Oder ich muss mal gucken. Ja, genau, das Ding war ja so groß. Oder das Schwert kriege ich, glaube ich, rein. Das ist ja so mini. Ja, ich weiß, dass das Mini ist. Aber kein neues, wie es normalerweise ist. Aber egal. Einmal schleifen und dann fertig. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache Katana. Und der ist ja... Ne, der Airdrop ist schon weg. Okay, schade. Ja, okay, dann Givens Gas. Ich muss mal gucken, wo müssen wir denn hin? Warte, ich muss kurz meinen Teller wegstellen. Hast du dafür keinen, der dich bedient? Nein, die beiden Mädels, die sitzen doch unten. Ach so.
Schlimm, 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 schlimm. Du doch auch nicht, oder? Nein. Also. Nein, ich würde gar nicht fragen. Das ist der Unterschied. Ich weiß nicht, wohin. Richtig, stimmt. Du kommst schon auf die Straße so. Ich komme immer irgendwo auf eine Straße. Ob sie richtig ist, ist eine andere Frage. Stimmt? Wenn sie jedenfalls zur Straße kommst, musst du links. Sind da viele Zombies? Hast du das gesehen? Ja, zwei, drei, das ist normal. Ja, waren aber eher vier oder fünf. Ich habe nur zwei, drei gesehen, an, aber okay. Zu... Ja, gut, das war eine Weinplantage, aber trotzdem, das ist doch ein bisschen merkwürdig. Warum da an diesen Stellen so viele Zombies sind, auf der Reststadtkarte siehst du nicht ein. Also gerade im neuen Gebiet, gar auch wieder, als ich allein unterwegs war, habe ich auch wieder kaum einen Zombie gesehen. Nur an der Plantage war eine ganze Menge davon. So, wir dürfen ja jetzt schon im neuen Gebiet sein, genau. Ja? Ja, ja. Ach so, da oben im neuen Gebiet, ich wollte gerade sagen, da unten doch nicht. Ich nee, aber den Bunker haben wir ja auch noch nicht. Ich dachte gerade, ich wäre schon quer über die Karte gefahren, da hätte mich aber gewundert. Wir machen jetzt übrigens dieses Sportabzeichen. Bremse. Tankstelle. Wollen wir tanken? Nein. Ich bin schon wieder weg. Deswegen? Nein. Ah, hier ist der Bunker rechts von uns. Die Straße macht jetzt quasi einmal eine Drehung. Dann kommst du von vorne ran. Warum sie das so gemacht haben, verstehe ich auch nicht. Gucken die da hinten schon wieder einen Hundefilm? Keine Ahnung. Warum gucken sie sich nicht gleich Dokus von irgendwelchen Hunden an? Weil die langweilig werden. Die werden ja realistisch. Dann sind sie langweilig. Ich habe gerade wieder einen der Slowdowns. Ja, ja. Bei mir ruckelt es auch wie Sau. Also es ist nicht bei dir, es ist jetzt vom Server. Ich sehe da hinten schon Zombies. Geht's mir? Lass mal gut stehen. Schön zu wissen, dass ich das nicht immer bin. Ah, lass mich kurz Muni-Check machen. Ja. Warte mal. Wo ist das Vieh? Das ist es nicht. Der ist es nicht, ne. Ey, 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 ey. Aus, aus. Der hält auch was aus. Oh, er kommt. Ja. Scheiße. Ich lauf. Er hat mich erwischt. Ich könnte Hilfe gebrauchen, Alea. Ah, du bist noch am Leben. Achtung, wir schießen. Egal, das möchte ich getroffen. Das war ja wieder ein hervorragendes Timing, hey. Kriegst du es hin? Ja, ja. Mann, ey.
Es ist einfach, die Pampe ist für sowas nicht so geeignet. Das muss man einfach so sagen. Oh, 3%. Nice. Das fängt ja schon gut an. Du hast nur noch 3%? Ich habe jetzt nur noch 3%, ja. Oh, ich muss noch meinen Rucksack wechseln. Sehe ich gerade. Wollen wir da reinmarschieren, wäre das gut. Ich habe doch eine Birthday Cake und alles. Ach so, ja. Meine Nudel ist gerade runtergefallen. Was, deine Nudel ist gerade runtergefallen? Ja, ich habe nach einer Nudel geangelt und jetzt liegt die irgendwo. Ist das schlimm, wenn ich das gerade ein bisschen befremdend finde? Nein. Okay. Oh, die Kiste habe ich aber schön schön platziert, oder? Ja, ja, das fand ich super sortiert, auf jeden Fall. Schön farblich. Schön platziert, meine ich. Ja, ja, blau und rot schön geordnet, rechts und links, ne? Ich meine gerade die Kiste, die ich rausgestellt habe, die steht nämlich halb auf dem Dach und halb auch an der Seite einfach dran geklatscht, so. Ach so. Ja, das kann ich hier nicht sehen, weil da bin ich, ich bin ja nicht bei dir. Hallo. Ich habe ja schon angefangen zu looten. Oh, ich nehme jetzt die Gabel. Na dann. Ja, über Essen. Könntest du aufhören, mal über Essen zu reden? Ich habe noch gar nicht gegessen. Wie, du hast noch gar nicht gegessen? Ich dachte, du hättest schon. Das Auto habe ich schon. Das Auto habe ich schon. Ja, habe ich gesehen. Donner ist so schlimm. Der ist so laut. Stell das Spiel leiser. Oh, du bist laut. Hab grad mein Kopfhörer lauter gestellt. War eine doofe Entscheidung. Ich habe wirklich Nackenschmerzen. Was liegt denn da auf dem Boden? Hm. Ich würde sagen, das ist ein Stück vom Berg. Na dann. Mit was du wieder im Regen tanzt. Es ist mal wieder Regen. Ich dachte, das warst du. Apo, warst du's? Geht ja gar nicht. Habe ich keine Zeit für. Ich wüsste doch nicht mal, wie ein Regentanz ginge jetzt so auf Anhieb. Hätte ich jetzt noch nicht mal eine kreative Idee für. Komm, mein Freund. Au. Wer von uns beiden hat das Katana? Hallo? Ja, ich muss mir erstmal daran gewöhnen jetzt wieder. Machst du die Türme? So langsam wie ich laufe, macht das keinen Sinn, dass ich die mache. Bist du so beschäftigt, dass du nicht aufgegessen hast? Nee, nee, das sagen sie alle. Immerhin, ich habe schon 12. Ja. Ah, da lacht einer. Aber ich schätze mal, das ist im Bunker. Und ich hoffe es jetzt einfach mal. Will ich einem begegnen, während ich hier loote? Dann könnten wir zumindest direkt wieder abbrechen, wenn wir beide fast tot sind.
Das wäre ja voll erfolgreich. Aber wenn ich dieses Lachen höre, ja, ich habe keine Lust mehr. Das soll das doch bezwecken, oder? Ja, ich glaube ja. Das ist schlimmer als meine Lache. Echt? Ja, das geht. Na, ich frag ja nur. Nein, nicht runterfallen. Dankeschön. Der soll doch einfach explodieren. Mach bumm! Einfach bumm und gut ist. Was bist du denn, Drohne? Turbo? Die ist gerade so turbomäßig an mir vorbei, hier schwirrt und wieder zurück. Warum guckt mir die Drohne beim Müllwühlen zu? Weiß ich nicht. Was möchte ich die Drohne damit mitteilen? Hey, bei welchem Turm war ich? Bei welchem war ich jetzt nicht? Ich weiß nicht, warum ich das Piepen höre, als ob jetzt jede Sekunde einer kommt. Aber ich sehe keinen. Ich bin gerade ein bisschen angespannt deswegen. Die sind unter uns. Ich will's hoffen. Ich weiß es. Ich hab doch einen Bogen, oder? Papa. Was? Bogen hatte ich doch, oder? Ja. Zu Hause müsste er sein, oder? Wir waren werfen und mal gehen, ne? Ja, glaub schon. Egal, wo er war. Einer. Oh, fuck! Ich hab's aus Weitem gesehen. Bist du tot, oder? Komm mal durch. Nein, ich bin nicht tot. Nee, Prisoner died. Wo kam das Vieh denn jetzt schon wieder her? Ich weiß es nicht. Ich habe extra noch vorher eine Signalfackel geschmissen, in der Hoffnung, da wird er ja von der angelockt. Und er kam trotzdem dann direkt zu mir gelaufen, aus hinter den Autos war er irgendwo. Einer ist vorher noch explodiert, witzigerweise. Ich hab einfach irgendwie Scheiße an den Händen, das sowas, was die Scheißbombe an den geht. Ist denn jetzt noch einer da oder war das der letzte? Ich sag mal so, es läuft keiner auf mir zu. Ich bin aber jetzt erstmal. Ja, ich bin aber jetzt aber erstmal ein bisschen gepisst, weil sonst macht er das gleich im Kampf. Also, ich bin süß. Ja, hörst du einen? Ja. Okay, das ist nicht gut. Ich bringe auch gerade schon auf dem Auto.